Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video auf Aquadicted, eurem Aquaristikkanal. Und wie ihr vielleicht schon seht, habe ich mich um mich herum mit allerlei Pflanzen und Zubehör ausgestattet. Denn im heutigen Video möchten wir euch zeigen, wie man die unterschiedlichen Pflanzen, die es so gibt, auf Wurzeln beispielsweise aufbinden, befestigen kann. Gibt es ja verschiedene Möglichkeiten und da uns die Kunden im Laden zum einen immer wieder fragen und wir das auch in den Kommentaren immer und immer mal wieder gehört haben, wollen wir es jetzt mal ganz transparent machen und wir stellen euch im Prinzip alle Versionen bzw. alle Varianten vor bei den verschiedenen Pflanzen, die Vorteile, die Nachteile und dann könnt ihr euch am Ende selbst raussuchen, welche Variante für euch zutrifft und ja, welches ihr mal nachmachen wollt. Viel Spaß in diesem Video wünschen wir euch und ja, viele neue Erkenntnisse. Also zuallererst können wir mal unterscheiden, dass wir drei verschiedene Wuchsformen von Pflanzen haben, die auch unterschiedlich zu behandeln sind. Zum einen haben wir Moose, zum anderen die Moose, die ich hier noch gar nicht liegen habe, fällt mir gerade auf, die muss ich gleich noch holen. Zum anderen haben wir Buzo philandra und Anubien, die verhalten sich auch gleich. Und als dritte Variante haben wir noch Microsorum oder Bolbitis, also Javafarn oder Kongofarn. Unabhängig davon, welcher das ist, aber die sehen halt vom Aufbau her ganz anders als Anubien, Buzo philandras und Moose. Und diese drei Pflanzengruppen stelle ich euch jetzt anhand von drei Beispielen vor. Und wir werden die jetzt mit drei verschiedenen oder zwei verschiedenen Möglichkeiten festbinden oder befestigen. Die dritte Option, die werden wir nicht verwenden, da gehe ich aber gleich auch noch mal drauf ein. Und ich habe jetzt schon mal was vorbereitet, also wie ich es gerade schon gesagt habe, das Moos ist mir eben aufgefallen, fehlt noch, das hole ich gleich. Aber was ich jetzt hier schon mal liegen habe, sind exemplarisch zwei Anubien. Also wir haben hier einmal die Anubias Nana und die Anubias Calladifolia, wie wir sie unter anderem verkaufen im Laden, und zwar in diesen Blisterpaketen. Wir haben sie auch lose, das hat aber diverse Vorteile bei Anubien, da die zum Teil gerne mal dazu neigen, einfach in der Verkaufsanlage faulige Blätter zu kriegen. Und um den Umschwung oder das Umsetzen in das neue Becken zu Hause zu erleichtern, haben wir sie halt trocken. Das gleiche gilt für den Microsorum. Das ist jetzt hier der Narrow Leaf, aber das bekannteste Beispiel, was die meisten von euch kennen werden, ist der Trident oder beispielsweise der Windelofarn. Und den Trident habe ich jetzt hier schon mal vorbereitet. Findest du, dass der das... Ich finde, der ganz normale Javafarn ist eigentlich das bekannteste Beispiel. Die Oldschool-Version. Ja, weil der immer noch am häufigsten im Handel eigentlich in den Pflanzenbänken steht. Ja, kannst du nachher auch mal per B-Roll aufnehmen, wenn du möchtest. Den haben wir natürlich auch noch. Ja. Und der ist halt breiter vom Blatt. Aber im Aquascaping ist ja der Kollege hier, der Trident oder Trident-Farn, der beliebteste, weil er halt relativ dicht, kompakt und schön feinfiedrig ist. Und deswegen habe ich den jetzt mal als Beispiel genommen. Warum, erkläre ich euch auch gleich. Hier haben wir jetzt eine Anubias Nana Petit. Das ist die kleinste Form, die so im Handel ist. Also es gibt noch die Pangolino, die ist noch kleiner, aber die ist nicht so gut haltbar. Und bei der ist es jetzt so, die eignet sich auch für unseren Versuch hier perfekt. Und dann habe ich hier noch eine Buzo philandra Wavy Green. So wird die verkauft, also gibt es als In-Vitro, aber die Wavy Green zum Beispiel oder die Red von Tropica wird immer im Topf verkauft. Gleiches gilt eben für Anubien und Javafarn. Aber wenn wir sie aufbinden, müssen sie natürlich raus aus dem Topf. Deswegen habe ich jetzt die drei geblisterten Pflanzen schon mal beiseite gelegt und werde die Buzo philandra jetzt auch beiseite legen. Denn ich zeige es euch anhand von diesen beiden und wie gesagt das Moos, was gleich noch kommt. Denn die habe ich jetzt bei mir aus dem Becken rausgenommen. Also das sind quasi schon unter Wasser stehende Pflanzen gewesen. Bei der Anubia sieht man das ganz gut. Die hat halt schon sehr, sehr lange Wurzeln. So ist die natürlich im Topf nie. Die stand jetzt bei mir im großen Eckbecken und hat hier schon lange Wurzeln bekommen. Und die hatte ich auch aus einem Aquarium rausgenommen. Da ist die auf einer Wurzel gewachsen. Und das spart mir jetzt natürlich das mühselige Entfernen der Steinwolle. Steinwolle ist ein ganz guter Hinweis oder eine ganz gute Überleitung. Du hast ja dem Aqua-Owner letztens bei dem JBL-Event einen schönen Trick gezeigt, wie man die Steinwolle rauskriegt. Magst du das unseren Zuschauern noch mal kurz erklären? Ja, also gezeigt gar nicht. Wir hatten das Becken oben beim Chef im Büro gemacht. Wo? Bei JBL. Bei JBL, genau. Und ich war ja im Team vom Tobi. Und wir hatten das Becken oben gemacht und das waren ja, ich weiß nicht, wie viele Töpfe Pflanzen. Wir hatten zwar alle dieses typische Besteck gekriegt von JBL, wo halt alles dabei ist. Genau, da sind auch die Pinzetten dabei und so. Mhm. Und da mir das zu lange gedauert hat, bin ich runter in die Küche und habe mir eine Gabel geholt. Und da hat er das dann so gesehen und fand das eine ganz interessante. Er hat mir das da schon gesagt, dass er das schon mal gesehen hat, aber jetzt halt
oder dass man davon gehört hat. Und jetzt aber, dadurch, dass wir ja ein paar Stunden da wirklich zusammen gearbeitet haben, scheint ihm das ganz gut gefallen zu haben. Und er hat einen Pro-Tipp draus gemacht. Ja. Also nochmal zur Erklärung, man nimmt eine Gabel, also macht das Grobe, die grobe Steinwolle runter. Das wolltest du jetzt eigentlich von mir wissen, gell? Ja, eigentlich schon, okay. Ja. Also ihr habt ja hier die Steinwolle, so, und das ist meistens, sind das ja zwei Hälften, die man noch ganz gut auseinandernehmen kann. Ja. So, und die ganzen feinen... Warum das zwei Hälften sind, seht ihr im Tropica-Video. Ja, genau. Und die ganzen feinen Reste, die kann man halt mit einer Gabel hier so schön rauskämmen quasi. Ja. Und dann sind die Wurzeln clean. So, und diese Arbeit habe ich mir aber heute gespart, indem ich einfach schon zwei Submers angewachsene Pflanzen genommen habe. Und das jetzt in dem Fall nicht vorbereiten muss, aber ihr zu Hause werdet diese Arbeit wahrscheinlich haben und nicht drumherum kommen. Wir haben das ja auch schon einige Male gezeigt. Ja. In unseren unzähligen Pflanzen, also unzähligen Videos, wo wir hier Becken bepflanzt haben. Ja. Ich denke, das müssen wir jetzt nicht nochmal zeigen. Was wir aber nicht gezeigt haben, ist eben, was diese drei Gruppen Pflanzen unterscheidet, ganz konkret nochmal. Also Moose, Anubien bzw. Buzzeflandras und Java-Farn bzw. Kongo-Farn. Was ich hier auch noch mitgenommen habe oder mitgebracht habe, ist mein Blumensprüher. Denn bei den submersen Pflanzen muss man natürlich immer darauf achten, dass die hier nicht so schnell austrocknen. Denn das kann natürlich bei dieser Aktion jetzt mal passieren. Und das wollen wir nicht, denn sonst sind sie hinterher futsch und die Arbeit war umsonst. Gut, ich würde sagen, ich hole jetzt noch mal das Moos und dann legen wir los. Aber vorher zeige ich euch noch schnell das Equipment, was ich jetzt benutzen werde. Und zwar die gute alte Angelschnur. Ihr habt es ja von uns schon das ein oder andere Mal gehört. Wir nehmen immer die 018er. Warum? Das ist einfach eine sehr dünne Schnur. Gibt es bestimmt noch zig andere, die sich eignen. Ich nehme halt immer die 018er, weil der Baumarkt bei uns nebenan ist und da hole ich die her. Und warum soll ich es mir komplizierter machen? Es geht 018er. Was ihr auch nehmen könnt, ist dieser Sternzwirn, glaube ich, nennt sich das. Das ist so ein ganz harter Faden zum Nähen. Ja. Der ist auf so einem Pappstern und deswegen heißt der, glaube ich, auch so. Oder Mooskotten. Das ist so, das ist quasi das Bekannteste. Die Variante von ADA. Ja. Rizialein übrigens ist auch Angelschnur, aber ja, heißt halt anders. Dann haben wir noch dünne Kabelbinder. Ja. Und wir haben das, was meine Lieblingsvariante. Ja, schön instant, ne? Weil ich so ungeduldig bin. Bloß beim Moos komme ich leider trotzdem nicht drum herum. Nichts mit Kabelbinder. Genau. Ja. Und wir haben noch Plantfix Pflanzenkleber, um euch zu sagen, dass ihr den nicht benutzen sollt. Das ist ein gutes Produkt, um zum Beispiel Steine zu verkleben. Diese Sascha-Heuer-Methode kennt ja wahrscheinlich mittlerweile auch jeder, wo man Watte nimmt und Kleber und dann so ein bisschen Stein. Ja, Sascha hat mir bei dem JBL-Event sogar noch was anderes gezeigt, was man damit machen kann. Mhm. Und zwar, wenn du so einen leichten Bodengrund hast, ja, da hat er ein paar Tropfen von dem Kleber an die Wurzel gemacht und hat da ein paar Steine dran geklebt. Also auf die Unterseite? Nee, auf die Wurzeln der Pflanzen. Ach, okay. Damit die nicht wieder austreiben. Also wir haben das Becken ja mit Manado gemacht, das war so locker. Da sind diese bodendeckenden Pflanzen immer wieder ausgetrieben oder aufgetrieben. Mhm. Und da hat er immer so ein paar Tröpfchen an die Wurzel gemacht und ein paar und Steinchen Stein dran. Als Gewicht. Genau, ja, okay. Und dadurch sind die nicht wieder aufgetrieben. Also es war ganz clever. Dann ist das eine vernünftige Methode. Ja. Kannte ich jetzt nicht, aber dank deiner Info kenne ich sie jetzt. dafür ist der super, wie gesagt, Hardscape verkleben oder eben das passt. Aber was wir nicht machen, sind die Pflanzen mit diesem Kleber auf Steine oder Wurzeln zu kleben, aus diversen Gründen. Das haben wir schon ein paar Mal erklärt. Zum einen ist es so, dass es an der Stelle, wo man anklebt, die Pflanze meistens nach einer Weile abstirbt oder eine Pflanze wächst weiter oder ihr wollt mal irgendwann die Pflanze generell nicht mehr an dieser Stelle haben. Und dieser Kleber hinterlässt euch wunderschöne, weiße, komische Stellen. 200 Euro bei Tumorot habe ich damit versaut. Also ja. Unser Becken, das haben wir dann mit dem Cuttermesser rausgeschält. Und darunter ist die Wurzel aber leider nicht schwarz, wie bei Tomo Forest heißt. Bei Tomo Forest. Da war sie hell. Da war sie dann hell und das hat man dann unschön auch im Rescape gesehen. Ihr kriegt es nicht rückstandsfrei wieder runter. Dieser Kleber ist für diesen Zweck meiner und deiner Meinung nach absolut nicht geeignet. Wir empfehlen es niemals und wir verwenden das auch bei uns im Laden grundsätzlich nie. Es gibt immer diverse Möglichkeiten. Und ich glaube, ich haue euch auch nachher noch eine Zusatzinfo raus, die ich jetzt im Moment gerade wieder so im Kopf habe. Die hatte ich jetzt gar nicht auf dem Schirm, aber da kommen wir nachher dazu. Jetzt hole ich mal mein Moos und dann legen wir hier los. So, jetzt kann es weitergehen. Was hast du denn für Moos mitgebracht? Fünf Sorten. Also die eine Sorte werde ich jetzt aufbinden und die anderen vier, die habe ich jetzt mal deswegen mitgebracht, weil wir die sowieso immer in In-vitro-Form da haben und ihr auch. Und da haben wir jetzt hier, können wir mal Rätsel raten, was ist welches? Errätst du es? Hm.
Da wir die Aufnahme eben zweimal gedreht haben, weiß ich, dass das da vorne Taiwan-Moos ist. Ja, das stimmt. Das ist Taiwan-Moos. Alles klar. Versuch was wert. Ja. Okay, wir haben Taiwan-Moos, wir haben hier Weeping-Moos. Ja. In vitro sehen die nochmal komplett anders aus als unter Wasser. Hatte ich in meinem letzten Becken und hast du mir jetzt für mein jetziges Setup auch wieder mitgegeben? Nee, Pilo. Ach, ich bin auch blöd. Aber Pilo binden wir jetzt auf. Ja, gut, jetzt haben wir hier Christmas-Moos. Das hatten wir erst in der Weihnachtsfolge. Ja. Und hier haben wir Flammenmoos, ganz markant, weil das steht immer so extrem vertikal. Das mag ich nicht. Becken. Du magst das nicht? Ich finde es eigentlich ganz das cool. Das wächst nicht auf. Es haftet schon, aber da es ja immer hoch will, haftet es halt auch nur oben und da ist nichts zum Haften. Okay. Muss man halt immer wieder neu aufbinden. So, und aufbinden tun wir jetzt Pilomoos. Das ist ein ziemlich exklusives, also in Kennerkreisen sicherlich nicht, da ist es verbreitet. Ich habe das auch hier im Laden immer, weil ich es halt selbst vermehre. Und das hat ein paar ganz coole Eigenschaften. Zum einen kann man das abreißen, wenn der Bestand zu dicht wird und dann wird ein kleines Fragment, was stehen bleibt, wieder austreiben. Sieht sehr natürlich aus. Und zum anderen hängt das so schön runter. Das hat diesen Trauerweiten. Effekt. So ähnlich wie beim Weeping, aber Pilo sieht von der Struktur her doch anders aus. Kannst du vielleicht nachher nochmal den Bonsai filmen? Den habe ich ja mit Pilo gemacht. Wenn das Licht anmachst? Ja, ich mache nachher das Licht an. Gut. Jetzt schläft der Bonsai eigentlich schon, aber für euch machen wir eine Ausnahme. Ja, dreimal Holz und das Equipment, das hatte ich ja schon gesagt. Jetzt muss ich ihn nochmal ganz kurz wässern. So, und du suchst jetzt aus, mit welcher dieser drei Pflanzen ich jetzt anfange. Wir fangen mit Microsorum Trident an. Trident. Trident. Genau. Und für den nehmen wir auch gleich die schöne Wurzel. Dann nehmen wir die hier. Du machst es dir aber auch wieder umständlich. Ich mache es mir umständlich, aber so schwer wird es eigentlich nicht. Also, wir nehmen für den Trident-Fan nehmen wir. Nehmen wir dir jetzt die Angelschnur oder nehmen wir den Kabelbinder? Im Prinzip eignet sich jetzt bei dem Ast der Kabelbinder ganz gut. Also, ich finde ja, genau, weil du hast ja hier zwischen dem. Also zwischen das den Blättern. Rhizom, genau, und da kommen ja die Blätter hoch und dazwischen kann man immer wunderbar den Kabelbinder machen, ohne dass das nach links oder rechts aus dem Binder rausrutscht. Dann werden wir das jetzt auch so tun. Du hast jetzt entschieden. Also als allererstes, ihr habt jetzt mit eurer Gabel und mit eurer Pinzette die ganzen Steinwolle-Stückchen da rausgekämmt. Was machen wir jetzt? Bei mir sieht ja noch ein bisschen anders aus, weil er ja schon im Wasser stand. Als allererstes schneide ich diese dünnen schwarzen oder braunen Fusselwurzeln einmal ein Stückchen ab. So, siehst du das? Die kürze ich jetzt. Was ich hier machen muss, ist natürlich aufpassen, dass ich dieses kleine Stück Rhizom hier nicht verletze. Denn das ist sonst auch ab. Das ist eine Sache, die müsste ich jetzt nicht tun. Ich finde aber, es sieht einfach viel ordentlicher aus, wenn ich die Dinger abschneide, weil die kommen ja sowieso neu. So, die Dinger nehmen wir jetzt beiseite. Sehen so ein bisschen aus wie Bartalgen. Sind es natürlich nicht. Also dieser Farn, also diese Wurzeln, das ist typisch für Microsorum und für Bulbitis und für den Hymas Plenium. Also heißt mein denn Special Farn. Kongo-Farn. Nee, den du da gerade Java-Farn. Java-Farn. Und wie nennt man den auch? Schwarzwurzelfarn. Wegen den schwarzen Wurzeln. Jetzt oder Stufenfarn. Jetzt haben wir die Brücke geschlagen. Ja, Stufenfarn gibt es auch noch. Das sind halt so diese Oldschool-Namen. Was fällt auf? Also, ihr habt einmal ein Hauptrhizom. Also, es ist immer diese Spitze hier, diese fusselige, das ist da, wo es weitergeht. Im Prinzip wächst die Pflanze dahin. Die bildet aber immer auch Seitentriebe. Also, hier kommt was raus und hier unten kommt was raus. Und wenn der so extrem dicht ist, dann ist es ein bisschen schwieriger, den aufzubinden. Praktisch ist, wenn man diesen Topf dann auseinandernimmt und hat mehrere einzelne Rhizome. Und die kann man dann entweder einzeln draufsetzen oder man kann sie über Kreuz legen oder man kann sie parallel nebeneinander legen. Das mache ich ganz gerne. Ein Trieb in die Richtung, ein Trieb in die Richtung. Dann wird der Bestand schneller, gleichmäßiger voll. Und den werden wir jetzt auf diesen runden Ast hier mit dem Kabelbinder setzen. Aus dem einfachen Grund, weil bei dieser flachen Wurzel zum Beispiel ist das schwieriger mit dem Kabelbinder. Und vor allen Dingen ist diese Instant-Variante mit dem Kabelbinder für Becken ganz praktisch, die schon laufen. Also wenn euer Becken steht, ist eingerichtet und ihr könnt die Wurzel nicht mehr rausnehmen, dann macht es keinen Sinn, da unter Wasser zu versuchen, mit einer Angelschnur zu binden. Ihr kriegt die Krise, das wird nie funktionieren. Deswegen als Instant-Variante würde ich immer den Kabelbinder bevorzugen, wenn es keine flachen Wurzeln oder Steine sind. Das geht natürlich nicht. Wir haben jetzt aber hier einen wunderschönen runden Ast. Sieht auch, sieht bloß nicht schön aus. Ja, sieht auf jeden Fall lange nicht schön aus, weil man dann diesen Kabelbinder sieht. Man könnte es trotzdem machen, wenn man... Aber man macht ja den Kabelbinder irgendwann wieder ab, wenn die Pflanze angewurzelt ist. Ne? Ja, oder du siehst den auf der Wurzel gar nicht mehr und dann kannst du ihn auch dran lassen. Aber dann gibt es, wie gesagt, noch eine andere Möglichkeit, das erkläre ich euch dann noch. Wenn der Ast zu dick ist und der Kabelbinder ist zu kurz, dann steckt natürlich zwei in einen und dann habt ihr einen langen. In dem Fall reicht aber natürlich einer. Jetzt werde ich die Pflanze einfach mal in die Stelle setzen. So, wo wollen wir die hinsetzen? Was sagst du? Für die Kamera wäre hier am schönsten, ne?
Ja, ich finde den Ast aber sehr dünn. Ich würde jetzt trotzdem lieber den nehmen. Mal rum. Ihr könnt auch den nehmen, das ist eigentlich egal. Du machst das jetzt da. Ja. Ich mache das da. Das ist jetzt die super einfache, simple Version. Wenn man es natürlich ein bisschen aufwendiger oder ein bisschen exklusiver haben möchte, will mehrere Stellen machen, dann sucht man sich die aus, die am unpraktischsten aussehen, weil dann wirkt das Ganze einfach cooler hinterher. Zum Beispiel hier jetzt noch ein oder da unten. Das ist egal. Aber wir nehmen jetzt die simple Version für die Einsteiger unter euch, die das noch nicht gemacht haben. Das ist die simpelste Version. Also was machen wir? Wir suchen uns jetzt erstmal die Wuchsrichtung aus. Also wenn ich möchte, dass der Farn schneller in die Richtung voll wird, dann mache ich so. Wenn ich das jetzt eher hier dicht haben will, dann setze ich ihn so rum auf. Das machen wir jetzt einfach mal. Und dabei beachte ich, dass ich dieses Seitenstückchen, was hier noch dran ist, nicht abbreche, sondern ich lege das an die Wurzel. Siehst du das? Mhm. Genau. Da will ich den hinhaben. Wichtig ist... Also, zeig das nochmal. Genau. Wir wollen ihn hier hinsetzen. Genau. Also du setzt es nicht oben drauf, nein, sondern an die Seite. Dran. Genau, damit das Stück hier direkt ohne Probleme anwachsen kann. Was möchte ich jetzt erreichen? Ich will mit dem Kabelbinder dafür sorgen, dass das Teil hier fest sitzt. Ich muss aber auch aufpassen, dass ich nicht zu doll anziehe. Das gilt aber auch für die Angelschnur, damit ich das Rhizom nicht einschneide oder zerbreche. Jetzt fädel ich den Kabelbinder einmal rundherum. Man könnte das theoretisch zum Teil auch vorbereiten und sich das viel einfacher machen, indem man die ganzen Blätter abschneidet, weil das funktioniert bei Java-Farn ganz gut. Ich könnte jetzt theoretisch alle Blätter hier abschneiden und das Rhizom nur festmachen. Das wird komplett gleichmäßig wieder austreiben und ich sehe im Prinzip keine alten Blätter, die dann irgendwie schwarz werden, sondern alles ist frisch. Gut, jetzt habe ich mir hier eine Stelle rausgesucht. Es reicht auch ein Kabelbinder und dann ziehe ich den vorsichtig fest. So, das ist ja... So, dass er fest sitzt. Und wenn ich jetzt hier unten noch so ein ganz kleines bisschen Spiel habe, setze ich mir die Pflanze quasi in Position, also so wie sie stehen soll, angenommen so. Es müsste jetzt alles nicht so super akkurat sein, aber ich möchte es ja gleich schön haben. Und dann sieht man jetzt hier noch so ein ganz, ganz kleines Stückchen und dann halte ich die Pflanze fest und drücke den Kabelbinder mit dem Finger rein. So, das war's. Und jetzt halten wir das Ganze nochmal etwas feucht, damit sie uns hier nicht austrocknet. Weil in aller Regel macht man ja weiter und... Muss ich erst mal gucken, ob du nicht durch die Kamera gesprüht hast. Nein, ich habe mir Mühe gegeben. In aller Regel setzt man ja dann auf eine Wurzel direkt mehrere Pflanzen. Also wir könnten jetzt auch hier mit den anderen weitermachen, aber das machen wir nicht, denn wir haben ja noch zwei Stücken Wurzeln vorbereitet. Was ich jetzt natürlich noch mache, ist dieses Stückchen hier abschneiden. Da ich aber die passende, stabilere Schere gerade hier nicht zur Hand habe, lasse ich es jetzt einfach mal dran. Also ihr schneidet natürlich diesen Schnippel hier noch ab. Und dann setzt ihr das Teil ins Aquarium und es kann losgehen. Und wie gesagt, wenn jetzt die Blätter zum Beispiel veralgt sind, weil ihr die Pflanze aus einem Becken habt, in dem Algen wachsen, oder es sind halt viele kaputte Blätter dabei, ihr könnt beim Microsorum und beim Bolbitis ohne Probleme hier unten alle Blätter abschneiden. Das Rhizom treibt aus. Es ist dann natürlich nicht gleich schön, sondern dauert noch etwas länger. Gut, eine Sache noch. Kabelbinder gibt es in allen möglichen Farben. Wir haben halt festgestellt, dass die schwarzen die unauffälligsten sind. Es gibt noch grüne und ja, gelb, rot, blau schließt sich natürlich von alleine aus, weiß auch. Grün könnte man denken, geht noch, aber fällt meistens auf dem Holz sehr auf. Deswegen nehmen wir eigentlich immer die schwarzen und selbst wenn ich sie dran lasse, die fallen nach einer Weile nicht mehr auf. Also der Bolbitis oder der Microsorum-Farn, der schiebt so schnell wieder viele neue von diesen schwarzen Pinselwurzelchen hier. Da sieht man dann am Ende sowieso nichts mehr. Gut, würde ich sagen, haben wir das Thema Bolbitis und Microsorum beendet. Egal welchen ihr nehmt, also ob das der Trident ist, ob das der Petit ist, geht alles so. Und ja. Bolbitis? Dasselbe, habe ich gerade gesagt. Also, und die Formis gibt es ja auch noch. Ja, die Formis. Nicht so ja, dein Lieblings-Bolbitis, die Formis, ne? Die Formis kann ich 10-mal festbinden, der will einfach in die Höhe. Der hat keinen Bock, flach zu wachsen. Genau wie dieser Nia-Farn, den ich dir vorhin bei mir im Becken gezeigt habe. Eine Sache noch, der Asplenium bzw. Hymasplenium, das ist diese Special-Pflanze. Genau, da fragen immer mal Kunden danach und den hat man auch schon bei mir das ein oder andere Mal im Becken gesehen. Der verhält sich genauso. Also alles, was diese Fusselwurzeln hat, so festmachen. Es geht natürlich auch mit Angelschnur, aber in dem Fall mit diesem Ast funktioniert das ganz gut mit Kabelbinder. Das ist auch so schön unauffällig. Ich glaube, und er sitzt direkt stabil, das passt. Gut, würde ich sagen, machen wir einen Haken dran, haben wir Bolbitis und Microsorum beendet. Genau. Was machen wir jetzt? Moos oder Anubias? Sag was. Naja, jetzt haben wir ja schon eine Rhizompflanze gehabt, deswegen nehmen wir jetzt Moos. Wir nehmen jetzt Moos. Okay, also legen wir die Anubias nochmal kurz beiseite und nehmen Moos. Pilomoos habe ich jetzt mal als Beispiel genommen. Es geht
bei allen anderen Moosen, die ich vorhin gezeigt habe, genauso. Das einzige Moos, was etwas schwieriger ist oder etwas spezieller ist in der Hinsicht, ist Ricardia, das Korallenmoos, weil das nämlich ziemlich hart ist. Also das zerbricht schnell. Da muss man wirklich aufpassen, dass man da nicht zu brutal fest anzieht, sondern das schön mit Gefühl macht. Alle anderen Moose, die so faserig sind, also sowas Langfuseliges, das geht mit der Methode, die ich euch jetzt zeige, wunderbar. Wir nehmen dieses Stück Holz, wir nehmen ein kleines Stück Holz. Und du hast es ja vorhin schon gesagt, wir haben ja schon das ein oder andere Mal Moos aufgebunden. Und die Frage kommt aber trotzdem immer und immer wieder. Und man findet jetzt auch auf unserem Kanal nicht sofort ein Moos-Video, wenn man danach sucht. Deswegen werden wir es jetzt speziell kennzeichnen. Also, wir nehmen unsere Schnur. Ich weiß nicht, kriegst du das irgendwie drauf? Das sieht man sehr, sehr gut. Wir nehmen die Schnur. Und wir machen jetzt mit unserer Schnur erstmal einen Doppelknoten. Man muss natürlich bei Angelschnur immer ein bisschen mit Gefühl arbeiten, sodass die sich halt nicht auftrudelt, sondern so bleibt, wie sie ist. Ich habe es jetzt festgezogen. Jetzt machen wir noch einen dritten Knoten. Das hält besser. Deswegen, ich bin ja ein Freund von Stammgarn oder diesen Moskotten. Ja, der zieht sich einfacher zu, ne? Weil der hat eine Oberfläche, also der hat eine raue Oberfläche. Ne? Ja. Hier ist ja eine glatte Oberfläche. Das stimmt. Wenn du alleine bindest, ohne dass du mal einen Finger hast, dann ist manchmal schwierig. Muss man ein bisschen üben. Also du machst es ja häufig genug. Ja, also ich krieg's hin, aber ich verstehe schon, was du meinst. Ja. Das ist halt eher wie ein kleines Seil, was sich zuzieht. Und die Angelschnur ist halt unglaublich glatt, wie eine Wäscheleine. Ich habe immer mit Angelsehne gemacht, aber als ich halt bei JBL war und wir dieses Moskotten benutzt haben, muss ich halt einfach sagen, das ging viel, viel einfacher ist von der Hand. Einfacher, da hast du recht, das stimmt. Was machen wir jetzt? Also, wir wollen das Moos auf diese Fläche binden. Wir müssen uns vorher überlegen, was wir machen und wo wir es hinbinden wollen und was wir dazu brauchen. Also dieses kurze Stück Angelschnur, das lasse ich hier stehen, das brauchen wir am Ende nochmal. Den Rest lassen wir natürlich auf Rolle, weil ich jetzt nicht genau weiß, wie viel ich brauche. Also das ist eine ganze Menge. Ihr müsst bei Moos eine Sache beachten oder bei Angelschnur generell. Festbinden, so dass es fest ist, aber nicht so fest, dass es einschneidet. Des Weiteren muss man zum Beispiel bei solchen Stellen hier darauf achten, dass man da nicht so knapp drüber bindet, weil es kann immer passieren, dass dann der Faden runterrutscht und dann habt ihr eine Schlaufe. Und wenn ihr eine Schlaufe habt, dann löst sich alles wieder. Das funktioniert nicht. Ich lege das Moos jetzt drauf. Und wichtig ist bei dieser ganzen Geschichte, nicht zu dick. Also ihr macht jetzt nicht 10 Lagen übereinander, sondern schön dünn verteilt. So legen wir das jetzt auf und zwar an diese Stellen, die ich jetzt überall binden möchte. Zoom mal ran. Zoom mal ran, ja. Aber dann darfst du es nicht mehr so oft hochheben, sonst verschwindest du immer aus dem Bild. Ich werde es jetzt gleich hochheben. Genau. So, ja, das ist so jetzt, sieht man es genau, gut. Das ist jetzt die Stelle, die möchte ich bebinden. Ich nehme natürlich nur die Oberseite, weil auf der Unterseite wird kein Licht sein. Und hier, das habe ich jetzt gerade schon mal gesagt, haben wir jetzt so eine Kante, da binde ich natürlich nicht drüber. Jetzt drehe ich das Ganze mal um, weil es von dieser Seite aus für mich jetzt etwas einfacher ist. Hast du es drauf? Ja, ja. Okay. Ich angeln wir das mal. Genau. Gut, ich sorge dafür, dass es alles schön flach aufliegt. Und jetzt binde ich das mit System. Von links nach rechts, von unten nach oben. Und wenn ich dabei irgendwie sehe, dass was lose hängt, dann rücke ich mir das immer in diese Richtung, in die ich das Ganze am Ende haben möchte. Das hängt, schneide ich dann einfach ab. Das kommt zum Schluss, ja. Aber ich möchte ja trotzdem versuchen, alles so gleichmäßig wie nur möglich hier festzubinden. So, wenn man dann zum Beispiel so eine Stelle hat, wo das jetzt nicht gut haften würde, muss ich mir überlegen, ob ich die Geduld habe, bis das da hochwächst oder ob ich das Ganze schräg binde. Da muss man dann auch immer schauen. Also ich kann zum Beispiel auch hier schräg drüber gehen und in diese Kante rein. Das funktioniert auch. Ich muss halt immer nur darauf achten, dass ich es nicht so binde, dass es an irgendeiner Stelle dann keinen Halt mehr hat und die Schnur runterrutscht. Weil dann hätte ich, wie gesagt, eine lockere Schlaufe und entweder können sich die Fische drin verfangen, das wollen wir nicht, oder vor allen Dingen der Hauptpunkt hier wäre natürlich, dass das Moos dann gar nicht festsitzt und das ist ja auch nicht der Sinn der Sache. So, und hier diese Stelle, die können wir jetzt zum Beispiel nochmal über Kreuz binden. Das heißt, ich gehe jetzt hier rüber und gehe nicht hier unten rum, sondern einmal nach da drüben. Und dann liegt das hier auch flach. So, dann habe ich hier eine Stelle, die bis jetzt eben nicht stabil hing. Und jetzt ist alles gleichmäßig fest. Das obere Stück hier lasse ich aus. So, jetzt gehen wir nochmal mit der ganzen Methode in die entgegengesetzte Richtung. Nämlich dahin, wo wir herkommen mit unserer Schnur. Denn da kommt jetzt gleich das überschüssige Stück zum Einsatz, was ich extra habe stehen lassen. So, hast du es noch drauf? Ja, ich angel nach.
Okay, so und jetzt haben wir hier die lange Seite und hier die kurze. Man sieht es schwierig, weil die Angelschnur ja durchsichtig ist, ja, aber ich denke, es funktioniert. Okay, dann ziehe ich das jetzt fest. Mhm. Kleiner Tipp noch an dieser Stelle, auf einer ebenen Stelle ist es schwieriger, als wenn man das auf eine Kante zieht, also vorn oder hinten. Ich einige mich jetzt mal auf hinten, so und dann ziehe ich das jetzt nach hinten. Jetzt ist es ein normaler Knoten. So ist es noch locker. Jetzt mache ich mir einen Doppelknoten und wenn wir den Doppelknoten machen, kann ich den einfachen auch noch zusammenziehen und wie gesagt, ich ziehe das Rinder auf die Ecke. So, hier hin. Hält er ja auch. Ne? Und jetzt machen wir noch einen dritten und dann hält das Ganze stabiler, weil die große lange Fläche, die zieht das Ganze irgendwie immer wieder auf und wenn ich das nach hinten auf diese Stelle drehe, funktioniert das besser. Gut, jetzt habe ich hier natürlich den Überschuss stehen. Schneidet nicht zu knapp unten ab, sonst kann es passieren, dass sich der Faden wieder aufdreht. Deswegen ein kleines Stück könnt ihr ruhig stehen lassen, das fällt dann nicht mehr auf. Sagen wir 5 mm, schneiden wir ab, das Stück fällt nicht auf. Und wenn ihr absolut perfektionistisch unterwegs seid, dann macht den Knoten auf der unteren Seite, wo es gar niemand mehr sieht. Jetzt sehen wir hier noch überall unsere Stücken abstehen. Und da habe ich ja auch in einem vergangenen Video schon mal gesagt, um diese Optik hier gleichmäßig zu haben, schaue ich dann von schräg drauf, wo stehen die ganzen Fusseln ab und schneide die jetzt noch runter. Das hat einfach den Effekt, dass es unter Wasser erstmal gleichmäßiger aussieht und zum Zweiten auch gleichmäßiger austreibt. Also das Ganze kommt dann überall gleich lang raus. Und ich habe nicht diese langen Fusseln, die dann auch austreiben, und die kurzen, das wirkt einfach nicht. Das sieht aus wie Kraut und Rüben und das wollen wir nicht. So, das Ganze machen wir jetzt hier schön kurz. Und jetzt halte ich es für gewöhnlich nochmal in ein Aquarium oder in einen Becher mit Wasser, spüle das ab und dann kann ich das ins Aquarium legen. Ja, so bindet ihr Moos auf. Und das geht auf so einem Ast, genauso gut wie auf dem runden, den ich euch eben gezeigt habe. Das funktioniert super. Was nicht so gut geht, sind große ebene Flächen. Also in Stein zum Beispiel. Also wenn ihr so eine große Steinfläche habt und wollt da Moos aufbinden und da geht kein Kabelbinder und da geht auch keine Angelschnur, dann müsst ihr aus Verzweiflung nicht zum Kleber greifen. Dann macht ihr zum Beispiel kleine Stücken Steine. Also die genau aus demselben Material bestehen wie der große. Zum Beispiel hier die Mini-Landschaft hinter mir. Da kloppt ihr einen großen kaputt und dann nehmt ihr kleine Stücken Steine, bebindet die so und legt die dann oder verkeilt die auf die großen Stücken. Und dann habt ihr so mehrere kleine Inseln, von denen aus dann das Moos drüber wächst. Das funktioniert wunderbar. Wie viel Kilo Mini-Stein ist denn das bitte? 250. Ah ja. Das ist einiges. Sportlich. Ja, das ist sportlich. Aber es muss sich auch lohnen zu bestellen. Und wir haben in letzter Zeit sehr viel Zulauf von Kunden, die von überall herkommen. Und die würdigen unsere große Steinauswahl hier sehr. Vielen Dank nochmal dafür. Dass Dank ihr uns an euch. Alle so fleißig besuchen wollt. Genau, ihr unterstützt uns sehr. Nicht nur online, sondern auch offline. Okay, ja. Diese Methode mit den kleinen Steinen, die wollte ich jetzt auf jeden Fall noch mal loswerden und die habe ich jetzt auch mit angebracht. Jetzt fehlt quasi noch die dritte Variante, das wäre Buzo Philandra und Anubias und dafür machen wir aber noch einen Take. Letzte Pflanzengruppe, also Anubien und Buzo Philandras ähneln sich sehr. Eine Buzo nehmen wir jetzt nicht, wir nehmen die Anubias, die ich vorhin vorbereitet habe und das ist die Nana Petit, die kleinste. Du musst mir sagen, wie ich sie halten soll. Nee, also jetzt bist du drauf. Okay, ich bin drauf. Gut, wir haben, wie ich vorhin schon gesagt habe, natürlich einen. Aber es gibt ja noch eine. Also ich hatte ja jetzt, hast du ja gesehen, mir noch mal zwei Aufbindpflanzen. Aber du bist ja der Meinung. Schismatoglottis. Genau. Ja, ist momentan noch eine sehr spezielle und relativ unbekannte Gattung. Mhm. Habe ich auch schon probiert. In dem einen Becken damals ist sie nicht gut gewachsen. Ich bin gespannt, wie sie bei dir gedeiht. Die sieht ähnlich einer Anubias aus. Also ich würde sagen, irgendwie so ein Mittelding. Ne? So, glaube ich, von den Philippinen, glaube ich. Ja, genau, ne? Nur von den Philippinen. Also so ein Mittelding so zwischen Anubias, Buzo Philandra, würde ich würde mir jemand zeigen, würde ich sagen, es ist eine sehr dicht gewachsene Anubias. Ja, kannst ja nochmal mit verlinken, die Pflanze. Ist sehr interessant. Gut, ja, also wir haben jetzt hier unsere Anubias und was auffällt ist die langen Wurzeln und hier unten ist so ein kleines Blatt, das wollen wir nicht. Also ich habe jetzt hier meine kleine Schere und das erste, was ich mache, ist das Blatt, was unten ist, wegschneiden und dann kürze ich die Wurzeln auf nur so 2,5-3 cm. Die schneiden wir jetzt einfach ab. Gut, die wird man ja jetzt in dem Töpfchen nicht so lang haben wie du. Weniger, aber die sind trotzdem da. Bei der Anubias gibt es noch eine andere Besonderheit. Und dann haben wir hier noch ein Stück Holz übrig. Und da habe ich jetzt extra mal als anspruchsvolle Lösung kein kleines rundes Stück genommen, sondern ein großes flaches.
Und hier könnten wir wieder den Kabelbinder nehmen. Wir nehmen aber jetzt, damit es etwas aufwendiger und komplizierter ist, damit ihr alle Versionen gesehen habt. Nein, wir nehmen keinen Kleber. Wir nehmen wieder unsere Angelschnur. Ja. Und ich erzähle euch jetzt, worauf ihr achten müsst. Also wir fangen wieder an mit unserer Schlaufe. Ich kann die auch im Vorfeld machen. Das heißt, ich mache mir hier eine Schlaufe und stecke dann das Holz rein. Das machen wir jetzt zum Beispiel mal so. Ich binde sehr gerne auf. Ich sage immer wieder zu den Kunden, dass das eine unglaublich meditative, beruhigende und schöne Aufgabe ist, aber irgendwie ist da immer keiner meiner Meinung. Die meisten sagen, die regt das unwahrscheinlich auf und die finden das sehr, sehr nervig. Und ja, aufbinden ist keine schöne Arbeit. Was sagst du? Ja, du nimmst den Kabelbinder. Ja. Ja, das ist die Alternative. Habe ich schon am Anfang beantwortet, was ich dazu sage. Genau, du nimmst den Kabelbinder. Also wir machen es jetzt nochmal feucht. So, jetzt haben wir hier wieder unser kurzes Stück und unser langes Stück. Ja. Und wir wollen die Anubias auf die flache Fläche binden. So, jetzt steht die hier so schön. Bei der Anubias gibt es eine Methode, die ich persönlich immer ganz toll finde. Also da bin ich irgendwann selber drauf gekommen, das habe ich selbst nie gelesen. Also hier unten kommen die Wurzeln raus und ich drehe sie dann einfach, oder ich drehe nicht, ich schiebe sie mir so zur Seite. Also eine Seite nach links, eine nach rechts, dass das Rhizom tiefer kommt. Dann krallt die sich so richtig schön da rein. Und dann sitzt das Rhizom hier fest. Und was ich jetzt mache... Ich drehe es mal auf die gerade Seite, damit die Leute... Ja, so, okay. Genau, die sitzt jetzt hier drauf. Was ich jetzt mache ist, ich nehme den Daumen oder je nachdem, wie die Pflanze wo sitzt, müsst ihr mal gucken. Also ihr müsst es auf jeden Fall fixieren. Nehme ich den Daumen und halte entweder die Wurzeln oder das Rhizom fest. Und jetzt kommt eigentlich der schwierigste Part, das ist der Anfang. Also, siehst du es? Ja. Gut, ich gehe jetzt mit meiner Angelschnur in das Rhizom rein. Und dazu muss ich mich an den Blättern vorbeiarbeiten. Also ich drehe die nach links, drehe die nach rechts und wieder nach links und wieder nach rechts, so dass ich hier unten rauskomme und kein Blatt eingeklemmt habe. Siehst du es, wo ich bin? Und auch nicht, genau. Auch nicht durchschnitten mit der scharfen Angelschnur. Ganz genau. Jetzt ziehe ich die... Jetzt drehst du es wieder rum. So rum? Nee, einmal andersrum. So rum? Gut, ich muss es auch halten können. Genau. Ne? Ja, das so. Ist mir egal. Jetzt drehe ich das einmal, also ziehe die Schnur einmal nach unten. Ich halte aber währenddessen weiterhin mit meinem Daumen. Gehe einmal unten rum. So, und jetzt suche ich mir die nächste Stelle. Das müssen auch nicht viele Stellen sein. Also bei so einer Anubias reichen so 3, 4, 5 Stellen zwischen den Blättern im Rhizom. Und da suche ich mir immer so taktisch kluge Stellen raus, wo das Ganze, wie gesagt, schön haftet und schön flach auf der Wurzel unten sitzt. Und dann war es das eigentlich schon. So, jetzt fädel ich hier wieder durch, da wieder durch. Da wieder durch und ich zeige euch auch gleich noch eine andere Methode, wie es einfacher geht. Und dann bin ich wieder unten. Also das ist irgendwie eine schöne Spielerei, es macht Spaß und es funktioniert vor allen Dingen auch. Und jetzt bin ich wieder durch. Jetzt kann ich mittlerweile meinen Daumen wegnehmen, weil ich habe jetzt 2 Schlaufen. Das heißt, die Pflanze sitzt jetzt so weit drauf. Jetzt kann ich sie noch mal so ein bisschen ausrichten, wie ich das gerne hätte, dass sie stabil sitzt. Dazu könnte man jetzt zum Beispiel mit der Pinzette oder mit der Schere die Wurzeln noch mal so ein bisschen zur Seite drehen. Je nachdem, das wirkt dann wie so eine kleine Stütze oder wie so ein Fuß. Die Methode, die ich jetzt hier mache, die ist sicherlich umständlich. Es geht auch einfacher, aber ich möchte von vornherein ein sehr natürliches Ergebnis. Ich möchte, dass die Pflanze so auf diesem Stück Holz sitzt, als würde sie so gewachsen sein können. Ist ja für das Scaping gar nicht so uninteressant. Extrem, wichtig sogar. Selbst wenn man vielleicht so ein Livescaping macht oder sowas, ja, dann muss genau. Das ja gleich schön aussehen. Gleich ja? Schön und nicht erst irgendwann. So, jetzt haben wir hier 2 Schlaufen und im Prinzip reicht das fast schon, aber ich mache es trotzdem nochmal hier hinten an einer Stelle. So, du hast noch alles scharf, ja? Ja, ja, das macht. Okay, so, dann gehe ich jetzt hier unter dem Blatt lang. Also ich hoffe, ihr könnt es erkennen, was ich hier mache. Ich angel mich quasi so zwischen den Blättern durch. Und dann schaue ich immer, dass ich hinter einer Blattachse aufkomme und das war's schon. Jetzt zeige ich euch noch eine andere Methode. Jetzt gehen wir nämlich wieder von hinten nach vorn, denn ich mache das zur Sicherheit lieber noch einmal oder noch zweimal. So, jetzt könnte ich auch die Pinzette nehmen und durch die Pflanze durchangeln und mir meine Angelschnur einfach so durchfädeln. Ich greife sie mir quasi durch die Pflanze und ziehe sie nach vorn. Funktioniert auch. Das hat aber einen Nachteil, ja, jetzt hast wenn ich das noch nicht abgeschnitten habe, dann funktioniert das nicht. Also, ihr müsst immer bedenken, wenn ihr noch Schnurlose habt, geht das.
Gut. Ich habe jetzt schon mal abgeschnitten, weil so viel werde ich nicht mehr brauchen. So, und weil es so schön war, machen wir das Ganze nochmal. Ich habe hier also mein Stück Schnur. Und jetzt schauen wir mal. Jetzt können wir es hier durchfädeln. Ich gehe also mit meiner Pinzette von vorn nach hinten oder von hinten nach vorn, je nachdem von wo man schaut. Schnapp mir meine Schnur und angel die hier so durch. Klappt nicht immer beim ersten Mal, aber jetzt habe ich sie. So, und dann bin ich eigentlich schon fertig. Was ich jetzt noch mache, ist einen Knoten. Und wie wir gelernt haben eben, machen wir den Knoten an der Kante. So, du hast es drauf? Mhm. Also einmal so und einmal so. Und das funktioniert auch ohne helfende Hand, indem ich hier einfach Spannung drauf halte. Das ist viel Gefühlssache, kann man zum Teil schlecht erklären, muss man halt spüren. So. Das ziehen wir hier nochmal fest und jetzt machen wir noch einen dritten Knoten. Und vielleicht wandert jetzt dieses Stückchen Holz mit dieser Anubias auch wieder in das Becken zurück, wo ich es her habe. So als kleines Revival und als kleine Möglichkeit, das Ding mal weiter wachsen zu sehen. Dann können wir davon irgendwann mal bei Facebook ein Update posten. Das ist vielleicht gar keine schlechte Idee. So kann die Pflanze unter denselben Bedingungen, in denen sie stand, direkt weiter wachsen. Und dann schauen wir uns das mal in ein paar Wochen bis Monaten an, wie das Ganze aussieht. Gut. Bist du zufrieden? Ich bin's. Ja. Jetzt gibt es noch einen Spezialtipp von mir am Ende. Den möchte ich euch jetzt noch mit raushauen. Versteckter Profi-Tipp? Ein versteckter Profi-Tipp, ja. Ja, ich denke, den können wir schon mal hier mit reinhauen, denn das passt ganz gut zum Thema. Ich habe hier eine Rückwand, so eine Juwel-Stone-Granit-Rückwand. Die gibt es auch noch in hell und die gibt es auch noch in rötlich. Und viele Kunden fragen mich immer, wie kann man denn so eine Rückwand begrünen? Wie geht das? Gibt es verschiedene Möglichkeiten? Und jetzt zeige ich euch die Möglichkeit oder die Methode, mit der ich das hier bei mir im Laden mache. Also, man muss dazu sagen, auf der Rückseite sind diese Rückwände so gekästelt und die sind weicher. Auf der Frontseite sind sie relativ hart. Warum sind die so gekästelt? Damit man sie schön zuschneiden und abmessen kann, wenn man sie ins Aquarium einklebt. Das habe ich mir auch mal gedacht. Ich dachte vielleicht aber auch noch ein Grund, weil man es ja mit Silikon einklebt, dass da vielleicht für den Silikon noch ein bisschen mehr Fläche ist. Wäre vielleicht eine Möglichkeit, aber den Filter klebst du ja auch ein und der ist glatt hinten. Also von daher, ich denke, es ist eher zum Schneiden und zum Messen. Gut, jetzt möchten wir hier Moos dran kriegen oder wir möchten hier einen Java-Farn dran bekommen. Beim Moos würde ich euch Folgendes empfehlen. Ihr nehmt ein Cuttermesser und schneidet in diese Rückwand einen kleinen Schnitt, macht ihr. Einen ganz kleinen, unauffälligen Schnitt. Und dann ist diese harte Kruste, nenne ich es jetzt einfach mal, ist die gebrochen. Dann ist die offen. Und dann könnt ihr in diesen Spalt, also wenn man da ein bisschen vorsichtig ist und da so drin rumstochert, könnte man entweder mit einem Messerrücken oder mit einer Pinzette hier so ein ganz, ganz kleines Stückchen Moos reinstecken. Und da gibt es verschiedene Moose, die sich unterschiedlich verhalten. Also Pilo geht zum Beispiel super. Wie gesagt, wir verlinken euch das dann alles noch. Und was vor allen Dingen auch super funktioniert, ist dieses Taiwan-Moos, weil das extrem genial kriecht. Also das Taiwan-Moos hat eine super geniale Eigenschaft. Also es wächst nie geordnet. Das sieht nicht so schön aus wie zum Beispiel ein Christmas-Moos oder ein Flammenmoos. Dafür hat es die Eigenschaft, sehr, sehr gut zu haften. Also das wird immer erstmal einen Trieb über die Rückwand drüber schieben und dann von dort aus wird sich's verzweigen. Ich habe letztens bei Facebook ein schönes Update von meinem oder ein schönes Bild von meinem Filterkoffer im Rio 240 gezeigt. Das ist komplett glatter Kunststoff und da wächst dieses Taiwan-Moos auch hervorragend drauf. Das ist übrigens das, was wir früher als Java-Moos verkauft haben. Jetzt heißt es Taiwan-Moos Barbieri, glaube ich, Taxifyllum Barbieri. Echt für diesen Zweck ein super gut geeignetes Moos. Das wäre die eine Variante, also ihr macht kleine Schlitze rein oder an dieser Nut, wo es übersteht, könnt ihr zum Beispiel auch beim Filter machen, also beim Juwelfilter, da ist ja immer zwischen Scheibe und Filter ein ganz, ganz kleines Stück Platz. Das geht gut, da könnt ihr das reinklemmen, irgendwann verselbstständigt sich das. Und die nächste Variante wäre, wir nehmen jetzt den Java-Farn. Wir wollen jetzt den Java-Farn hier dran kriegen. So, wie machen wir das? Ganz einfach. Ihr nehmt euch eine Kanüle, eine Edelstahlkanüle aus der Apotheke, am besten eine dicke. So, und dann müsst ihr natürlich immer erstmal schauen, wo soll die Pflanze sitzen, packt sie nicht zu weit hoch, dann verbrennt sie oder wächst raus. Wir machen sie jetzt am besten in die Mitte und da sucht ihr euch so eine Stelle, wo der so schön drin sitzen kann. So, und dann nehmen wir jetzt mal als Beispiel diese Stelle. Warte mal, wir machen das mal anders. Ich muss mich jetzt hier selber mal umplatzieren. Wir machen es jetzt mal so. Ja, es ist jetzt hier alles live wie im Teleshopping. So, hier machen wir das
hier machen wir die Pflanze fest. So, und diese Spritzenkanüle nehmen wir als Hebel. So, und das heißt, wir machen jetzt hier ein ganz, ganz kleines Loch, weil das ist immer ein bisschen schwieriger, da sonst die Nadel durchzudrücken. Und dann klemmen wir die Kanüle in dieses kleine Loch, was ich hier gerade gemacht habe, so schräg rein. So, und dann haben wir den Farn an dieser Stelle fest. Der ist natürlich nicht bombenfest, der klemmt nur so locker drinne. Aber ihr müsst, ja, genau, ihr müsst euch halt vorstellen, im Aquarium ist ja kein Auftrieb da oder er fällt auch nicht runter, der hält da. Und zur Not nehmt ihr einfach eine zweite Kanüle und klemmt das Ding über Kreuz fest. Und ihr habt den Effekt, das Ding hängt erstmal. Und in einer Woche, spätestens zwei Wochen, sind die neuen kleinen Haftwurzeln rausgewachsen und der wächst von ganz alleine weiter. Und das Rhizom selbst wird sowieso immer die Eigenschaft haben, über diese Rückwand kriechen zu wollen. Also es haftet sich von sich aus drauf. Geht übrigens auch mit Anubias, aber bei Anubias habe ich festgestellt, ein Trieb wächst fest und der Rest will immer weg von der Rückwand. Der steht dann quasi ins Becken rein. Sieht beides schön aus. Vor allen Dingen sieht es genial aus, wenn ihr das Ganze mischt. Wenn ihr mal einen Java-Farn hier hinpackt, noch ein bisschen Moos dahin, vielleicht ein anderes Moos dorthin, eventuell noch eine Anubias rein oder eine Buzo Philandra. Am Ende ist es ein super, super natürlicher Effekt. Und sieht aus wie draußen, da wächst ja auch nicht alles geordnet. Das ist auch die einzige Möglichkeit, weil ja, wenn man jetzt Kleber benutzen würde und man hat diese Rückwand eingeklebt und kann ja auch mal sein, dass was abstirbt oder dass es halt mal was nicht funktioniert hat. Der Kleber bleibt. Dann würde man ja die ganze Rückwand einfach versaut haben. Man müsste das ganze Becken wieder leer machen, um die Rückwand zu tauschen. Also da macht Kleber zum Beispiel gar keinen Sinn. Und die Kanüle zieht man nach einer Weile wieder raus. Ja. Noch eine letzte Geschichte. Die Rückwände von Back to Nature sind viel härter als die von Juwel. Und da funktioniert das auch. Man muss halt ein ganz kleines Stück anpieksen. Da nehmt ihr, wie gesagt, entweder eine Pinzette, eine Schere oder so einen ganz kleinen Spitzen, so einen Körner oder so einen Kreuzschlitzschraubendreher, irgendwas ganz kleines, spitzes, festes. Nur ein Stück anpieksen, weil dahinter kommt der Schaum und da hält die Kanüle. Und ihr habt es gesehen, das funktioniert gut. Zur Not nehmt ihr einfach eine zweite. Der erste Stich fällt bestimmt schwer, wenn man sich für 800 Euro eine Back to Nature Rückwand gekauft hat. Ja, mein großes Eckbecken hinten, das kostet so viel wie ein Kleinwagen. Und da habe ich auch ohne Skrupel überall mit diesen Kanülen da diese Löcher reingemacht. Und ich muss sagen, es hat keinen Nachteil. Die Rückwand geht nicht kaputt. Apropos Becken, ja. Back to Nature. Ja. Wo habt ihr das damals gekauft? Auf der Interzoo. Genau. Die weltgrößte Messe für, ist es noch die weltgrößte? Es ist natürlich, es ist die Weltleitmesse. Okay. Also, okay. Kevin. Ja. Gibt ja noch woanders eine. Ja, ja. Okay. Warum spreche ich das an? Ja, wir sind Händler, wir sind auf der Interzoo. Mhm. Ich werde da nicht drehen können, da ich dort in der Tierstation arbeite, während der ganzen Interzoo. Ich bin jeden Tag auf der Messe, ich bin 4 Tage oder 5 Tage vor Messestart dort und auch noch Tage danach. Wenn ihr Informationen und Updates von der Interzoo haben wollt, werdet ihr das bei Instagram in den Stories und auch im normalen Fotofeed sehen. Ja, vielleicht auch bei Facebook. Ja, Facebook, da teilt sich ja automatisch. Nur, das werden wir jetzt in jedem Video sagen, einfach nur, um das ein bisschen zu pushen. Wenn ihr Interzoo-Updates, Highlights, Aufbau-Informationen haben wollt, dann ist das über Instagram. Zwei Sachen noch. Ja. Für die Kunden oder Kunden, für die Zuschauer, die dieses Video irgendwann mal sehen, für euch wird das wahrscheinlich auch nicht so wirklich eine Rolle spielen, denn wie du gerade gesagt hast, eine Fachbesuchermesse, die Interzoo ist wann immer? Die ist im Mai, alle 2 Jahre. Genau. Also jetzt haben wir 2020, Februar dieses Jahr und auch in 2 Jahren wird sie wieder sein. Es ist aber die Weltleitmesse, wie du schon gesagt hast, und da werden eigentlich so alle YouTuber der Aquaristikszene, die irgendwie Rang und Namen haben, die werden dort sein, wir werden auch dort sein. Genau. Ihr bekommt sicherlich mal Updates, aber dann wie gesagt eben mehr bei Instagram und Facebook, aber das soll es jetzt auch gar nicht. Ja, es war eigentlich eine interessante Überleitung mit deinem Back-to-Nature-Becken oder mit meinem Back-to-Nature-Becken. Ja. Das war jetzt nur mal eine kleine Randinfo, was wir euch jetzt eigentlich nur mitgeben wollten. Habt ihr gesehen? Ihr habt jetzt gesehen, wie man diese verschiedenen Pflanzen festbindet, wie man sie anderweitig befestigen kann. Noch einen Profi-Tipp habt ihr dazu bekommen. Und jetzt dürften eigentlich gar keine Fragen mehr offen sein. Ich werde auch jedem Kunden, der bei mir im Laden jetzt danach fragt, immer wieder oder nur noch dieses Video empfehlen, denn ausführlicher geht es, glaube ich, gar nicht. Hast du noch irgendeine Anmerkung? Weil ich bin eigentlich durch mit meinen Infos. Nein. Gut, dann werde ich jetzt noch mal meine Pflanzen wässern, bevor sie austrocknen. Ihr habt es gesehen. Und ja, wir machen jetzt ein bisschen Ordnung und beenden dieses Video. Vielen Dank fürs Zuschauen. Hat uns gefreut. Wir hoffen euch auch. Wir sehen uns im nächsten Video.